So, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Genau, heute geht es wieder um ein schönes Unboxing und zwar Dracula Jagd Frankenstein. Das ist ein Klassiker aus den 70ern und ich kenne den Film nicht, ich habe noch nie gesehen, aber der Trailer sah echt spaßiger aus und soll auch etwas eher lustiger sein. Und genau, deswegen dachte ich mir, komm, kaufst du mal. Und das ist im März erschienen und hat, glaube ich, ungefähr 18, 17 Euro gekostet. Genau, so quasi eine Art, ich sag jetzt mal, Risikokauf, also Blindkauf besser gesagt. Machen ja Filmfans durchaus mal öfters. Und ja, den Trailer, den ich gesehen habe, der hat so eine Art, so diese typische 70er Jahre locker, diese Lockerheit versprüht, die ich irgendwie total cool finde aus dieser Zeit irgendwie. Und deshalb dachte ich mir irgendwie, komm, den holst du dir einfach mal. Und der Kultklassiker mit Polanyi, 4K abgetastet. Mit Wendecover, super, perfekt. Genau, schauen wir uns mal ganz kurz an. Ohne Folie, schwarzes Keepcase. Auch mal ganz cool. Genau. Genau, hier noch zu den Angaben. Genau, 24 Bilder pro Sekunde im CinemaScope, also 2:35:1. Sprachen Deutsch, Spanisch, Englisch. Ton, DTS HD. Mono, yeah. Wer braucht schon Stereo? Und 87 Minuten. Genau. Oh, hier ist ein bisschen Folie. Jetzt schauen wir mal rein. So sieht es von innen aus. Sehr coole Schrift, finde ich irgendwie. Also es ist jetzt sehr minimalistisch natürlich, aber ich finde es irgendwie ganz cool. Genau, Disc brauche ich jetzt nicht rausnehmen. Da ist ja quasi nichts unbedingt dahinter. Genau, CinemaScope. Und hier haben wir noch ein kleines Booklet. Dracula Frankenstein, Stein, oder? So. Ich kann mich auf die komische Weise gar nicht mehr so richtig an den Trailer erinnern. Oder. Genau, und. Aber es sah wirklich sehr, sehr lustig aus. Und da cool. Very, very nice. Okay, kurz mal das Wendecover anschauen, ob das vielleicht noch. Gut, das wird wahrscheinlich jetzt. Also genau, das ist das normale Cover. Das ist ja schon das Wendecover. Okay. So sieht es mal aus. Ah, cool, okay, das ist jetzt quasi so normaler Qualität und das ist so ein bisschen mit in Vintage-Qualität mit den Abnutzungen hier. Ah ja, okay. Ah ja, cool. Na klar, der FSK-Fletschen war ja gar nicht drauf, der war ja quasi auf der Folie drauf. Das ist natürlich eine sehr coole Idee. Aber ich finde, das ist das Vintage-Teil eigentlich schon wieder viel cooler. Und dann steht nochmal das CinemaScope drauf. Genau. Cool. Genau, ich werde euch den Link von dem Trailer mal unten in die Videobeschreibung posten. Dann könnt ihr mal reinschauen. Also ich finde, der Trailer sieht halt echt lustig aus und ich glaube, es könnte echt ein Spaß werden. Und genau, dann war es das mal wieder. Genau, wenn ihr Fragen habt zu der Edition, wenn ihr irgendwas wissen wollt, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Ups. Ist immer durch die Kamera ein bisschen schwierig zu sehen. Und genau, da würde ich mich mal wieder bedanken fürs Zuschauen und ja, dann noch einen schönen Tag. Bis bald.